Herzlich willkommen bei Jugendforscht. Ich bin Kerstin Böker, die zuständige Regionalwettbewerbsleiterin hier im Heinz-Nixdorf-Museumsforum für den Wettbewerb Jugendforscht Schüler experimentiert. Wir freuen uns unglaublich, unsere Jungforscherinnen und Jungforscher, alle Projektbetreuenden, viele interessierte Gäste hier im Hause begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie dabei, kommen Sie ins HNF und schauen Sie an, was unsere jungen Forscherinnen und Forscher Ihnen präsentieren. Vielen Dank. Was an Jugendforsch toll ist, dass man neue Leute kennenlernt und sich mit Sachen auseinandersetzen kann, die einen interessieren. Man kriegt auch so eine Bewertung von Experten auch, die schätzen dann das Projekt ein und sagen dann, was man verbessern könnte und geben einem wertvolle Tipps. Das finde ich auch sehr gut. Jugendforsch ist besonders cool, weil wir immer Neues, Interessantes lernen und eigentlich immer privat andere Sachen bauen. In diesem Fall zum Beispiel einen Wasserstoffgenerator. Ich finde, Jugendforsch ist eine tolle Veranstaltung, weil man motiviert wird, etwas zu erforschen und sich zu einem Thema Gedanken zu machen. Und zusammen beschäftigen wir uns mit der Spieleprogrammierung, ohne eine Game Engine zu benutzen. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr heute und dieses Jahr wieder mit so vielen Projekten an den Start gegangen seid. Das, was ich hier wieder sehe, ist hervorragend, hat eine hohe Qualität und vielleicht klappt es ja dann im nächsten Jahr auch mit einer Platzierung oder einem Sonderpreis. Ich drücke euch die Daumen, danke euch nochmal ganz herzlich, zitter mit euch mit bei der Feierstunde und sag bis demnächst.